zum Geier. Worum geht es in Xing-Gruppen? In Xing-Gruppen geht es grundsätzlich um fünf Dinge. Erstens Netzwerkarbeit. Zweitens Wissen. Drittens Profilschärfung. Viertens Vermarktung. Und fünftens, ob du es glaubst oder nicht, fünftens geht es um Erholung. Und für die Darstellung innerhalb von Gruppen kannst du Texte nutzen, Bilder, PDF-Dateien und Videos. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein. Netzwerkarbeit, was ist gemeint? Du kannst auf Xing berufliche und private Netzwerke aufbauen und dort natürlich auch pflegen. Wissen. Du kannst Wissen finden und du kannst dein Wissen weitergeben. Profilschärfung. Du kannst dort auf Xing deinen Expertenstatus stärken. Einfach dadurch, dass du kommentierst, dass du Fragen beantwortest, dass du eigene Beiträge veröffentlichst. In Xing-Gruppen kannst du auch vermarkten. Was ist mit Vermarktung gemeint? Du kannst deine eigenen Angebote, deine Produkte und Dienstleistungen vermarkten und du kannst Dienstleister und Dienstleisterinnen finden. Was meine ich mit vermarkten? Damit ist natürlich ganz klar einerseits natürlich die ganz normale klassische Werbeanzeige gemeint. Ja, logisch. Allerdings nicht nur, sondern es geht vor allen Dingen tatsächlich um Content-Marketing, um Empfehlungsmarketing. Es geht darum, dass du dich selbst empfiehlst, indem du dein Wissen weitergibst, indem du auf anderen Content, den du findest, reagierst und auch dich so auf die Art und Weise positionierst. Und dann gibt es noch den Punkt Erholung und der ist nicht zu unterschätzen. Jeder, der arbeitet, muss sich auch mal erholen. Auf Xing sind auch sehr viele Selbstständige unterwegs und da kann ich Folgendes zu sagen. Selbstständige unter sich reden wieder anders, als wenn Angestellte unter sich reden. Ganz einfach deswegen, weil es völlig unterschiedliche Anforderungen im jeweiligen Berufsumfeld gibt. Und dann gibt es Zonen auf Xing, Xing-Gruppen, wo da schlicht und ergreifend verboten ist, sich in irgendeiner Weise beruflich zu äußern, sondern da geht es tatsächlich um Smalltalk und da geht es um Freizeitaktivitäten. Wo kann man am besten wandern? Was mache ich mit meinem Hund im Sommer? Weiß jemand, wo ich mit Kind und Kegel gut im Winter meinen Urlaub zubringen kann? Oder ich suche eine Bowlinggruppe. Gibt's hier irgendwo was bei uns in der Nähe des Landkreises? Oder was auch immer. Also wirklich Smalltalk und wirklich Freizeitaktivitäten. Und das muss auch mal sein. Einfach auch mal abschalten und entspannen. Das also ist es zum Geier. Darum geht es in Xing-Gruppen.